Ja, schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Runde Smallland. So, mal schauen, was wir heute machen hier im Stream. Wir müssen auf jeden Fall, hab ich gesehen, wir müssen ja den Nashorn, oder das Nashorn vom Nashornkäfer müssen wir ja auch noch abgeben. Weiß gar nicht, wo habe ich denn hingepackt? Ich glaube, den hatte ich hier reingepackt, ne? So, den müssen wir ja noch abgeben. Und zwar bei Gaddi hier unten. Da müssen wir das abgeben. Ich würde sagen, das machen wir dann auch mal als erstes. Und dann mal gucken, ob wir da neue Rezepte bekommen. Oder eine neue Aufgabe. Mal schauen, was dann ansteht. So, wie spät ist das jetzt eigentlich? Ah, ist früh am Morgen. Passt ja. Ist leider nur am Regnen. Und was ich festgestellt habe, Leute, baut keine Werkbänke draußen hin, die verschwinden nach der Zeit. Ich gehe immer davon aus, dass die durch die Witterung kaputt gehen oder so, wenn die nicht überdacht sind. Außer die Mühle hier, die funktioniert auch draußen oder man kann sie, glaube ich, auch nur draußen aufstellen. Des Weiteren habe ich auch offscreen ganz viel Holz gesammelt. Vielleicht gehen wir auch mal hin und fangen hier nachher mal an, alles neu aufzubauen. Mal schauen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Außerdem sind wir ja hier nicht auf der Flucht und müssen hier innerhalb von paar Stunden das Spiel durchgespielt haben. So, ich möchte hinab zu den Wurzeln. Jawohl. Ich habe übrigens, glaube ich, auch schon wieder keinen Grashüpfer mehr, ne? Der wird mir irgendwie immer gekillt. Der hält auch nichts aus. Es kann auch sein, wir können ja auch immer noch keinen Salamander zähmen. Das kann auch sein, wenn ich jetzt das Nashorn vom Nashornkäfer, mein Gott. Was für ein Satz. bei Scuddy abgibt, dass wir dann vielleicht auch den Salamander zähmen können. Dass wir da irgendwie was dann kriegen. Für den Salamander. Mal schauen. So, Harz nehme ich nochmal mit. Ich glaube, da haben wir auch nicht so viel von. Oh, guck mal, hier liegt Honig rum. Den nehmen wir natürlich auch mit. Ne? Ich sage immer, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Fasern haben wir, glaube ich, genug. So. Scuddy müsste da unten sein. Ups, ups, ups. Ja, das sind ja alles hier keine Gegner mehr. Oh ja. So. Wie gesagt, da vorne müsste dann Scuddy sein. Vielleicht können wir auch direkt runter zum Strand. Weil irgendwo müssen wir das Rezept für den Salamander herkriegen. Ne? Ach nee, wir können noch gar nicht zum Strand runter. Wir müssen dann ja erst noch den Sattel machen, wahrscheinlich. Aber erstmal schauen, ob wir überhaupt das Rezept von ihm bekommen. So, Reden. Ich habe dir das Nashornhorn gebracht. Du hast es geschafft. Ich erkenne dieses Horn. Dieser Käfer ist einst durch die Sümpfe gezogen. Keine Ahnung, was er am Strand zu suchen hatte. Hat mich sofort angegriffen. Das ist sehr ungewöhnlich. Geh mal zu Lysandra. Sie könnte mehr darüber wissen, weil sie eine Expertin für Kreaturen der Sümpfe ist. Karte aktualisiert. So, Gecko-Leckerei. Ich hab's mir gedacht. Ach, bevor du gehst, bitte nimm zum Dank dieses Rezept. Diese Gecko-Leckerei ist sehr effektiv, wenn es darum geht, die Geckos am Strand zu beruhigen. Sind sie erst einmal gezähmt, geben sie sehr treue Gefährten ab. Ja, ich würde sagen, zurück zur Bude. Gecko-Leckerei machen und dann geht es auch schon wieder zum Strand zurück.
natürlich jetzt ein bisschen Rennerei. So, aber zum Glück sind die Wege ja doch nicht ganz so weit. So. Na komm, da kommst du hoch, oder? Da echt? Nee, warte mal, wir kommen doch. Da kommt er doch bestimmt hoch. Nee, doch nicht. Na gut. Dann versuchen wir es von hier. So. Hinauf auf diesen großen Baum. Auf geht's. So, und ich sehe gerade, die Kamera ist noch von The Division auf dem falschen Platz. Müssen wir nochmal eben. Ups, hab's ja ausgemacht. So wollten wir es eigentlich nicht. So, wir müssen ihn noch ein bisschen nach hier verschieben. Ihr könnt ja auch lesen, was da rechts steht. So. Ich glaube, so ist besser, ne? Ja. So, dann gucken wir mal, was war. Ich hoffe, ich habe alles, was wir für den Gecko-Leckereien brauchen. Schauen wir mal. So, wo haben wir denn? Wahrscheinlich ganz unten. Da, Gecko-Leckerei. Insekteneier müssten wir haben. Saatenöl auch und Blütenblatt haben wir natürlich auch. So, das heißt, wir brauchen... Das kann damit rein. Jetzt sag nicht, wir haben keine Insekteneier. Doch, hier. Ich wollte gerade sagen. So. Ich würde sagen, da machen wir uns auch mal ein paar mehr von direkt. Auch mal 10 Stück. Haben wir doch da was auf Reserve. So. Einen nehmen wir natürlich mit. Das kommt hier rüber. Okay. Das kommt da hin. Das kommt dann hier rein. Wo hast du denn jetzt hingepackt? Ah, shit. Warte mal. Hä? Gekochter Pilz. Ja, ja, aber wo ist denn jetzt mein Gecko Butter geblieben? Grashüpfer-Leckerei? Wo ist das Gecko-Leckerei geblieben? Ich hasse das. Ich hasse es. Ist das jetzt weg? Och nö, jetzt muss ich wieder Insekteneier besorgen, weil wir die nicht haben und das Gecko ist weg. Die Gecko-Leckerei. Gucke ich nochmal eben im Inventar, aber da habe ich nichts drin, ne? Ah. Dann packen wir mal hier rein. Den Überschuss erstmal. So, das, was wir nicht brauchen. So. Saatenöl und so haben wir alles. Das heißt, uns fehlen die Insekteneier. 3 Stück. Waren doch 3, ne? Ich habe aber auch ein Gedächtnis hier. So.
Ja, das verstehe ich jetzt aber nicht, wo die abgeblieben sind. Dreimal Insektenei. Liegen die hier irgendwo rum? Sind die auf den Boden gefallen? Nee, ne? Die sind, glaube ich, wirklich despawned. Die sind irgendwie weg. Ist wohl ein Bug oder so. Na gut. Ach. Wenn man keine Arbeit hat, ne? Macht das Spiel eine. Macht das Spiel ein Arbeit so. Fängt ja schon gut an hier. Okay, irgendwie ist das warm. Obwohl ich keine Heizung an habe. So. Insekteneier. Ja. Und es wird dunkel, ne? Da habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Wie spät ist das? Wird das jetzt? Ja, es ist früher Nachmittag, ist nur bewölkt. Ja, gut. So, kriegen wir nochmal Insekteneier. Marienkäfer geben auf jeden Fall Insekteneier. Hier, die Ameisen müssten auch Insekteneier geben. Eine Käferglyphe haben wir bekommen, aber keine Insektenei. Finde ich so schön. Wieder da. Ich werde mich beeilen. So, mal eben schnell schauen. Neu starten. Wieso ist denn das Spiel abgeschmiert? So, da sind wir doch schon wieder. Und da sind wir wieder. Vielleicht ist das Essen ja auch wieder da. Mal eben gucken. Durch den Absturz. Nee. Aber die Mats sind wieder da, ne? Oh, dann gucken wir mal eben. Wie spät ist denn das? Ist das denn? Guck mal, ist wieder früh am Morgen. Wir sind zurückgesetzt worden. Naja, hat der kleine Absturz doch vielleicht was gut, ich glaube, das heißt, aber wir müssen, nee, Nass und Käfer haben wir abgegeben. Gut, das heißt, wir haben hier, ne, schade, ich dachte. Schade, schade, schade. Okay. Müssen wir doch noch die Mats nochmal besorgen. So. Ja, dann. Aber ist doch früher morgen, ne? Und wie das Spiel abgestürzt ist, waren wir ja schon hier. Späten Mittag. Na gut. Guck, Essen ist aber auch wieder komplett da gewesen, ne? Nur die Mats, die wir verbaut haben vorhin für die Gecko-Leckereien, die sind alle weg. Und die Gecko-Leckerei ist auch irgendwie weg. Na gut. Also wie gesagt, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen Insekteneier. Die kriegen wir auf jeden Fall bei den Marienkäfern. Da waren hier hinten etliche, ne? So, nimm schon mal die Chitin-Axt in Hand. Da erwartet uns nämlich schon eine große Ameise hier unten.
Keine Marienkäfer daher, die sind bei dem Regen wahrscheinlich abgehauen. So. Dann holen wir uns aber den Käfer da. Ich glaube, der müsste auch Insekteneier droppen. Oh, falsche Waffe. Kommt neben Späne hin. Und jetzt, der gab aber keine Insekteneier, ne? Nein, wo kriegt mir der nochmal Insekteneier her? Aber wir können ja hier ein paar Himbeeren mitnehmen, sehe ich gerade. Wenn wir schon mal hier sind, oder Erdbeeren. Wespe! Komm mal ab! Die halten zum Glück nicht viel aus. Und wir sind vergiftet. Ich habe kein Gegengift dabei, ne? Ah, Gift ist aber schon wieder weg, gut. So, Erdbeeren können wir noch ein paar gebrauchen, da haben wir noch gar nicht so viele von. Und dann hoffe ich, dass das gleich mal wieder ein bisschen heller wird. Und aufhört zu regnen, dass die Marienkäfer wiederkommen. Weil die droppen auf jeden Fall diese Insekteneier, das weiß ich. Auch nicht immer. Ich will jetzt auch nicht zum Strand runterlaufen. Da hört der Regen auch mal auf. Und hier den ganzen Vormittag. Da regnet bestimmt den ganzen Tag. Kann man wieder nicht viel machen. So. Oh, was ist das denn hier? Deine Höhle. Ein Moment, ich habe doch eine Fackel, oder? Denn hier? Das ist eine Höhle? Ja, oder? Ne, ist so ein Durchgang unterm Baum. Kommen wir denn hier raus? Eben schauen auf der Map, wo wir sind. Hier sind wir. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay. So, ach, da oben ist Lissandra, sehe ich gerade. Da müssen wir hin. Das ist der nächste NPC. Und hier ist natürlich auch das Spinnengebiet. Da waren wir letzte Woche schon. Dann gehen wir da nachher auch mal wieder, auch wieder hin. Aber erst will ich mir den Salamander holen. Ich hoffe, der hält auch dann ein bisschen mehr aus als der Grashüpfer. So. Hier ist nochmal eine Höhle. Aber hier ist nichts drin, ne? Außer Steine. So, noch mal ein bisschen was futtern. Ich muss hier sowieso rauslaufen. Ich glaube, sonst komme ich hier sowieso nicht raus. Hier hochklettern bringt nichts. Daneben? Guck mal, die will gar nichts von mir.
Was? Ach, die kleinen Ameisen. Die haben auch schon lange nicht mehr gehabt. So. Nehmen wir hier auch nochmal die Erdbeeren mit. Na? Komm, bau dich. Ich glaube, das wird heute nicht mehr hell hier. Oh, jetzt hat aufgehört zu regnen. Vielleicht haben wir Glück oder Marienkäfer sind da. Knipp, gab's zu Insekteneier. Ja, eins haben wir schon mal. Wir brauchen noch zwei Stück. Dann können wir uns die Gecko-Leckerei machen. Oh, die Marienkäfer sind immer noch nicht da. Ach, das ist doch echt ätzend. Oh, die Sonne kommt raus, wie bestellt. Los, Marienkäfer, wo seid ihr? Kommt, haut euch. So, eigentlich laufen die hier rum. Da hinten fängt das Spinnengebiet an. Die Sonne ist da, Marienkäfer, kommt raus. Zeigt euch. Ist da auch wieder eine Höhle, wo wir rein können? Oder sieht das nur so aus? Nee, das sieht nur so aus, ne? Ja. Da sind sie doch. Leider kein gedroppt. Kein Insektenei. So. So, ein Insektenei noch. Komm, du droppst jetzt das letzte Insektenei hier. Jawohl. So, dann können wir uns die Gecko-Leckerei machen.
glaube, hier müssen wir lang, oder? Das ist doch unser Baum, ne? Ja. Komm, da kommst du doch hoch. Oder sagen. Oben auf dem Baum ist man natürlich schön geschützt mit seiner Festung und man kann natürlich schnell und einfach damit umziehen. Aber ich habe so das Gefühl, wenn man die Festung hier unten auf dem Boden baut oder den so einen Außenposten, da ist man, glaube ich, viel schneller unterwegs. So, und hier mal erst am Baum die ganzen Baumwurzeln hochklettern muss, um bis zum Heißluftballon hier zu kommen. Dann runter kommt man schnell, erst recht, wenn man den Grashüpfer hat, ne? Ich wollte gerade sagen, die Hütte blutet, aber das ist Glut vom Feuer. Da runterkommt. So, was habe ich denn hier noch liegen? Ein paar Blüten. So, und dann fehlt uns noch so Blüten. Haben wir. Das haben wir. Uns fehlt jetzt noch sowas hier. Datenöl. Erdbeermarmelade. Was macht die eigentlich? Und der macht 30 Nahrung 180 Sekunden. Die Erdbeermarmelade natürlich besser. So, aber erstmal machen wir jetzt unsere Gecko-Leckerei. So, einmal Gecko-Leckerei bitte. Dankeschön. So, das packen wir dann hier rein. So, das kommt auch noch mal da rein. Erstmal die Sachen raussortieren hier, die wir nicht brauchen. So. Komm, ich schmeiß das jetzt erstmal alle hier rein, sonst sind wir hier wieder stundenlang an Sachen sortieren. Das sortiere ich dann offscreen später nochmal alle neu durch. So, kommen wir ja gar nicht weiter hier. So, jetzt runter zum Strand. Wartet mal. Ich nehme hier nochmal so eine. Wo ist denn jetzt die Gecko? Ach, das gibt's doch nicht. Wieso ist schon wieder die Gecko-Leckerei weg? Oder habe ich die jetzt hier hinten in der Kiste gepackt? Nein. Ach, das ist, da kann doch nicht sein, dass andauernd die Gecko-Leckerei verschwindet. Und stürzt gleich bestimmt auch das Spiel wieder ab. Ja, dann. Weiß nicht, was das soll. Die ist weg, die Gecko-Leckerei. Dann lassen wir das jetzt. So, wie gesagt, dann nehmen wir jetzt noch mal, dann nehmen wir jetzt einen Flip mit. Oder holen uns noch mal einen Flip. Wenn er da ist. Ich habe ihn ja getötet. So, aber ich nehme einen mit. So,